Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Dortmunder Geschichte. Die Tage werden wieder kürzer, die Nächte länger, der Winter steht vor der Tür. Wer von euch heute des Abends durch die Stadt läuft, wandert durch hell erleuchtete Straßen und sieht Licht aus vielen Fenstern scheinen. Die Auslagen in den Schaufenstern erstrahlen, auch wenn dieses Jahr vielleicht die ein oder andere Lampe etwas früher erlischt. Doch so hell wie heute war es nicht immer. Schauen wir doch einmal in die Mitte des 19. Jahrhunderts. Kurz vor der Eröffnung des Köln-Mindener Bahnhofs, kurz bevor die Industrialisierung in der Stadt ihren Lauf nahm und sie zu der Metropole wurde, die wir heute kennen. Dortmund hatte damals noch einen dörflichen Charakter, auch wenn es natürlich viel größer war als die Dörfer drumherum. Wer von euch damals auf dem Markt gestanden hätte, die jahrhundertealten Häuser rundherum im Blick und dem Sonnenuntergang zugesehen hätte, der hätte nach kurzer Zeit vor allem eines gesehen. Nichts. Eine Straßenbeleuchtung gab es in Dortmund bis in die Mitte der 1840er nicht. Einzig der Mond spendete etwas Licht. Auch die Fenster der meisten Wohnungen blieben dunkel, nur aus einzelnen Wirtshäusern drang ein fahler Schein hervor. Vereinzelt konnte man Lichtpunkte in der Ferne ausmachen. Es waren Dortmunder, die nach Einbruch der Dunkelheit mit einer Laterne durch die Stadt wanderten. Und Licht war hier bitter notwendig, denn die Straßen und Wege waren in keinem guten Zustand. Und wer nicht aufpasste, fand sich bei Regen schnell in einer Schlammpfütze wieder. Eine Kanalisation gab es noch nicht. Hier und da erschall auch noch das Horn der Nachtwächter in den Straßen. Sie zogen damals noch durch die Stadt und verkündeten nach Hornstößen die Uhrzeit. Und ging dann besser schnell in Deckung, denn der ein oder andere Dortmunder drohte schon mal, ob dieser Ruhestörung, mit dem Inhalt seines Nachtgeschirrs. Ein großes Problem waren damals des Nachts natürlich Brände, denn wie zur Brandstelle gelangen, wenn man den Weg nicht sieht? In Lünen gab es beispielsweise die Vorschrift, ein brennendes Licht ins Fenster zu stellen, wenn die Brandglocke erschallte, um so die Straßen wenigstens ein Stück weit zu erleuchten. Dass es Straßenbeleuchtung auch damals schon gab, hatte sich natürlich auch nach Dortmund herumgesprochen. Bereits seit den 1660ern wurden in London und Paris Öllaternen aufgestellt. Auch Berlin und Leipzig zogen bald nach. Und ab Anfang des 19. Jahrhunderts stellte man sukzessive auf Gasbeleuchtung um. In Dortmund forderten seit Mitte der 1840er immer mehr Bürger ebenfalls eine Straßenbeleuchtung einzuführen, doch der Magistrat lehnte dies mit Verweis auf die Kosten ab. Der Mondschein war doch völlig ausreichend und am Ende auch noch kostenlos. Praktischerweise ließ sich der Verweis auf die Kosten auch nicht entkräften, denn der städtische Haushalt wurde damals noch nicht veröffentlicht. Und auch die Sitzungen der Stadtverordneten waren, mit Verweis auf die bänkten Räumlichkeiten, nicht öffentlich. Die Dortmunder tappten also nicht nur auf der Straße im Dunkeln. Ende 1844 wurde der Magistrat dann aber die Klagen langsam leid und ließ Subskriptionslisten kursieren. Jeder, der unbedingt die teure Straßenbeleuchtung haben wollte, konnte sich dort eintragen und einen Teil der Anschaffungskosten übernehmen. 1845 gab die Stadt dem öffentlichen Druck dann weiter nach und veröffentlichte erstmals den Haushaltsplan. Und siehe da, so arm wie behauptet, war die Stadt dann doch nicht. Die Subskriptionslisten wurden fallen gelassen und noch im selben Jahr beschloss die Stadt die Aufstellung einer Straßenbeleuchtung aus Öllaternen. Es wurde Licht. Leider haben sich zu dieser ersten Dortmunder Straßenbeleuchtung nur sehr wenige Unterlagen erhalten. Insbesondere konnte ich keine zeitgenössische Abbildung finden. Lediglich bei Prümer findet sich eine Zeichnung, die wahrscheinlich in den 1920ern nach Erinnerungen angefertigt wurde. Die Öllaternen wurden laut den Quellen an einer zwischen zwei Masten gespannten Kette aufgehangen. Sie wurden des Abends von Hand angezündet und morgens wieder gelöscht. Es muss insgesamt ein paar Dutzend in der Stadt gegeben haben. Am alten Rathaus gab es zudem eine festmontierte Laterne. Entzündet wurden die Laternen nur in den Wintermonaten, meist zwischen 5 und 7 Uhr abends. Gelöscht werden sollten sie dann gegen 3 Uhr morgens, doch immer wieder brannten sie noch einige Stunden länger, sehr zum Ärger einiger sparsamer Dortmunder. Denn auch wenn viele die Straßenbeleuchtung begrüßten, nicht wenigen war ihr Geldbeutel doch näher. Und früher ging es ja auch, ohne diese ganzen modernen Annehmlichkeiten. Einen weiteren Schritt in Richtung der Moderne machte die Stadt dann im Jahre 1850. Der Kaufmann Friedrich Wurm hatte gerade sein neues Haus an der Westseite des Markts errichtet, dort wo heute das Karstadtgebäude steht. Und in dieses Gebäude ließ er in jedes Zimmer eine Gasbeleuchtung legen,
die erste in der Stadt überhaupt. Ein Gasnetz gab es damals noch nicht, und so errichtete er hinter seinem Haus eine eigene kleine Gasanstalt. Noch im selben Jahr zog dann auch der Wirt Ernst Wenka auf der Brückstraße nach und errichtete seinerseits eine Gasanstalt in seinem Keller. Auch die Stadt selbst liebäugelte nun immer mehr mit einer eigenen öffentlichen Gasbeleuchtung. 1855 begannen die Planungen für eine Gasanstalt in der Nähe der heutigen Ecke Burgwall und Bornstraße. Gleichzeitig wurde von der Stadt und Privatleuten die Dortmunder Aktiengesellschaft für Gasbeleuchtung gegründet. Das Gas wurde aber nicht, wie heute, importiert, sondern aus Steinkohle gewonnen. Die Gasanstalt erhielt dabei ein Monopol auf die öffentliche Beleuchtung in Dortmund, etwas, was Jahrzehnte später die Einführung von elektrischer Beleuchtung noch sehr erschweren sollte. Im Winter 1856-57 war es dann soweit und die Gaslaternen ersetzten die alten Öllaternen. Und so hieß es ein zweites Mal, es werde Licht. Für die alten Öllaternen fanden sich trotzdem noch zahlreiche Abnehmer. So wurden einige Exemplare nach Cham verkauft, wo es zu dieser Zeit noch gar keine öffentliche Beleuchtung gab. Andere fanden ihren Weg nach Herdecke und Schwerte. In Dortmund selbst geriet aber dieses erste Kapitel der öffentlichen Straßenbeleuchtung Schritt für Schritt in Vergessenheit. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Ausflug in die Vergangenheit gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt mir einfach. An dieser Stelle wünsche ich euch noch viel Spaß mit der Stadtgeschichte und bis bald.